Jawohl, guten Morgen, meine liebe Elisabeth. Hallo. Hallo, hallo, Good okay. morning in the evening. Ich sage immer guten Morgen. Ach so. Ohne Grund. Hier ist immer irgendwie immer guten Morgen. Aha, Und okay. dann sage ich immer good morning in the evening, weil hier ist es gerade Abend. Und hier in Deutschland ist es abends. Bei dir, wo bist du? Auch abends, ich bin nicht weit weg von dir. Du bist nicht weit weg von mir. Wo bist du? Ja, wo bist du? In Ich bin in der. Deutschland, in Hannover. Ja, ich bin in Bregenz. Ah, okay. Österreich. Österreich, ja. Ja, in Österreich. Schön. Schön, meine Liebe. So, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen. Und zwar Ja. inspiriert durch Sven. Warum? Genau, ja, als wir diesen ersten deutschen Zoom gemacht haben, vor einer Hm. Woche, genau vor einer Woche, Ja. war ich sehr happy, als ich dich gesehen habe, weil dich kannte ich. Ja, ich kannte dich ja auch von der Angie. Genau, von der Angie, genau. Und Ja. dann hatten wir uns ausgetauscht mit Sven und siehe da, zack, war der Kontakt bei mir und hier diese Offenheit. Ich liebe es einfach, in Austausch zu sein und absolut grundlos. Genau deswegen freue ich mich, meine Liebe. Magst du was erzählen von dir? Vielleicht, wie du dazu gekommen bist, wie du Sven vielleicht kennengelernt hast oder und wie du Okay. Lust hast, was du so erlebt hast, Es vielleicht so eine Reise der Suche, was auch immer. ist, war doch. Ja, ich bin schon, also von daher bin ich ja schon länger auf dem Weg, wenn man sagt, auf dem Weg, Du oder? bist ein alter Hase. Ein alter Hase, ja. Also bei mir ist das, der Uwe ist jetzt der 46. Und da war er 5 Jahre, wo ich die letzte Enttäuschung erlebt habe, wo ich so tief gesunken bin, dass ich wusste, so, weiter geht's nicht mehr. Jetzt kann es nur mehr aufwärts gehen. Und von Super. dort an habe ich angefangen, Bücher von Dr. Murphy, vom Freitag und Du, ich finde das intuitiv. gerade super schön, wie du das beschrieben hast. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort Ja, falle, ne? nein, alles gut, alles gut. Ich finde das so toll, wie du das gerade gesagt hast. Ich bin so tief gefallen und ich wusste, dass es von da an nur noch bergauf geht. Du, ich kann das nur unterschreiben. War hier nicht an, weil du das jetzt sagst. Das war hier genauso. Ich habe echt gewusst, ey, mehr geht nicht. Boom. Oder, ne, weißt du? Wahnsinn. Aber fahr fort. Und Uwe ist dein Sohn? Bitte, der Uwe ist mein Sohn. Das ist Okay. der jüngste Sohn und der älteste Sohn ist der Ben, der ist jetzt schon 56 Jahre. Oh, wow. Ja, Okay, ich bin der zwei. Sohn von einem Hase, oder? Aber hallo, Wahnsinn. Okay, also und dann ging es los. Du hast Dann, praktisch ja, dann angefangen habe zu. ich, dann, ja, dann, also viel gelesen habe ich sonst ja nie, aber da kam ich dann zu Büchern Ja. von Dr. Murphy, vom Freitag und dann von Osho und so weiter und so weiter. Eines hat das andere ergeben. Genau. Dann eine gute Freundin in Fusach hat mir dann auch, wie sie erfahren hat, dass ich diese Bücher lese, von der Seite her, habe ich überall Bücher geschenkt bekommen von der Seite her. Und ja, intuitive Fähigkeiten hatte ich ja schon sehr, sehr früh. Ich konnte sehr gut vorausschauen. Wenn ich hatte mit mir im, also ich wusste, wenn etwas, wie es einem anderen geht, praktisch. Ich konnte Ja. so dann reinschauen und dass es manchmal für mich total unangenehm war, weil ich wusste sogar, dass der und der bald stirbt oder so und so krank wird. Und ich konnte doch das ja nicht den Menschen sagen, weil Okay. das, oder? Ja. Und, aber für mich war es einfach, ich wusste, ich habe intuitive Fähigkeiten immer. Und die Talente wollte ich dann noch sehr weiter ausbilden Und warte mit ganz kurz, mir. hatte ich das auch belastet vielleicht? Es hat mich belastet manchmal so, wenn ich von meinen Kindern wusste, es passiert meinem Kind das oder das vielleicht. Und ich konnte es aber dann immer noch vorher sagen. Und dann hat sich das alles so in göttlicher Fügung aufgelöst. Und das war dann sehr schön. Ja. Ja. Aber wenn man
Freunde trifft und man weiß, der hat vielleicht eine Krankheit oder etwas und die sieht das und die kann das dem nicht sagen und der stirbt vielleicht an dem oder. Und das hat mich dann manchmal belastet, das auch Ja, erschreckt. Aber ja. ja, das je nachdem, dass ich dann bin, dann reingegangen, ich habe es dann wieder ein bisschen weniger gespürt, wenn das Innere gemerkt hat, okay, ich habe Angst, hat sich das ein bisschen von selbst wieder ein bisschen reguliert. Ja. Okay. Ja. Ja, und so war ich auf dem Weg. Dann habe ich da den ersten Was Kurs. war, du hast gesucht, kannst du sagen, wonach du gesucht hast? Ich habe nicht gesucht. Das habe ich nie. Gesucht habe ich gar nie. Überhaupt nicht. Das kam von innen heraus. Ich habe nicht gesucht. Ich wusste nicht. Ich wusste nur das und das. Ich hatte so Sehnsucht nach das, wenn ich das gelesen habe. Und dann Genau. wusste ich, ja, das war's, das ist für mich jetzt. Das ist der Weg. Genau. Das ist das Ja, Weg. wunderbar, Aber wunderbar. War bei mir auch so. Ich konnte auch nicht sagen, ich war auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Erleuchtung. Nein, nein, na, nein, nein. gar nichts. Ich wusste kein bisschen noch so Wahrheit oder ja, noch das. Aber, und trotzdem bin ich dann immer wieder auf das gestoßen, Genau. was zu der Zeit für mich richtig war und gut war. Genau. Ja, und dann der erste Guru war Madhukar. Kennst du ihn? Nein. Kennst du nicht Madhukar? Was ist da? Wer ist das? Das ist ja so, man sagt ja Guru, oder wie man sagt, Guru. Das war mein erster Guru. Den habe ich dann da eine Bekannte, das hat sich dann so ein bisschen bei meinen Freunden nochmal hergesprochen und dann sagte sie zu mir, du, da ist ein Guru, der kommt nach Deutschland, nach Oberstaufen und hat da so ein Retreat, einen Vortrag und vielleicht hast du Lust und da kannst du vielleicht hingehen. Ich glaube, verlangt nicht viel Eintritt und dann habe ich mich erkundigt nach das und dann habe ich wirklich Madhukar getroffen und so eigentlich bin ich wieder in den anderen Kreis reinkommen. Er ist Deutscher? Aber der ist Deutscher, ja, und Okay. lebt aber in Indien. Aha, okay. Er lebt in Indien, oder? Aber er ist Deutscher und er hat da in Oberstaufen hat er immer so Satsang dann gehabt. Und das ist nicht weit weg von mir. Und dann konnte ich dort mit dem Auto Bist du hinfahren. Und dahin gehoppelt? ich bin dann dorthin, weil es hat mich schon dann irgendwie fasziniert. Dann, ja, ich spürte einfach, das ist das, wonach einfach die Sehnsucht habe. Noch so eine Liebe, noch so eine Ausstrahlung. Und ja, und so bin ich eigentlich, ich glaube, fast 4 Jahre oder was mit Madhukar zusammen gewesen. Okay. Und war auch mit Madhukar in Indien 3 Wochen, Wow. Stillsretreat, ja, der Okay. Jungerei, Wow. den Heiligen Berg da, den wie heißt der, ich weiß, Arunachala oder wie der heißt da, der Heilige. Arunachala, ja, von Ramana. Da bin ich dann mit einer Kollegin raufgewandert, weil ich bin eine Wanderin und dort wollte dann wirklich. Ach. Aber wenn ich Ja, ganz da, hier, ehrlich. danke. Danke für die wunderschönen Fotos. Du bist, wow, du wunderschöne Berge, die Landschaft und du Liebe sie. bist fit wie ein Turnschuh, ne? Du wanderst da. Ja, Genial. Mega, ich mega, toll. liebe so jeden Stein auf Stein und jeden Baum. Ich umarme sie und ich liebe das einfach und ja. Beautiful, beautiful. Okay. Ja, Und dann sehr bist du cool. auf diesen Arunachala geklettert? Dann bin ich auf den Arunachala geklettert, ja. Und aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich konnte nicht fühlen wie die anderen, die waren so begeistert und happy in der Höhle, wo der Ramana da meditiert hat. Ich bin auch reingegangen, aber ich habe nichts gespürt. Ich habe gar nichts gespürt. Ich so, spüren die, oder? Aber ich habe nichts gespürt. Und dann dachte ich mir, ja, gut. Bin ich halt, die sind vielleicht erleuchtet als wie, oder wenn man Erleuchtung spürt, ich weiß gar nicht, was Erleuchtung ist, es ist einfach so, oder? Und ja, es war für mich einfach so schön, aber ich kann nicht sagen, ich war dann sehr krank, ich hatte wie Keuchhusten, wie so ein Bronchienanfall, Okay. ich vermute durch die nassfeuchte Luft. Und wir hatten da dauernd so, nur so Zimmer mit Lager, mit so Britschenen, oder? Und das war für mich auch nicht so ideal, glaube ich. Ja. Ich war sehr krank, ich hatte so viel Husten
Und wir hatten dann einen Doktor dann da dabei und der hat mich ein bisschen mit Medizin dann unterstützt, oder? Aber Okay. ich war wirklich sehr krank. Ich habe 4, 5 Kilo abgenommen da unten, obwohl das jeden Tag haben wir gut gegessen, oder? Aber ich war sehr miserabel. Habe wirklich eine miese Zeit erlebt. Praktisch, wo man sagt, man ich wird erleuchtet dort unten, oder? Und dann, ja, volle Fälle. War ich dann noch ein bisschen beieinander mit Matuk, aber nicht mehr lange, dann hatte ich Muni getroffen. Ah, Kennst du Muni? Muni, okay, ja, Muni kenne ich. Ich habe ihn am Anfang, als ich, genau, ich bin praktisch, ich habe Andreas Nothing gehört. Er ist auch Aha. Österreicher Ja, und das war der eine spricht. totale Resonanz. Also er hat mir im Grunde gereicht, um da durchzusehen durch das Ganze. Und Ja. die anderen habe ich halt nur parallel nur kennengelernt und auch Muni habe ich gesehen, sehr sympathisch, ja. Ja, also Muni ist mir insofern auch dann gleich. Er ist auch schon von der Erfahrung her, er ist einfach für mich dann so ruhiger Mensch war das für mich dann. Und ich habe ihn wirklich, also ich war dann 3 Jahre fast auch mit Muni zusammen, auch mit der Freundin von ihm, mit der Esther Deva. Und wir haben da auch in Oberstdorf bin ich ein paar Mal gewesen und bin Stilleretrat weiter draußen in Deutschland. Und wir haben uns so gut verstanden und die haben auch sehr, sehr viel geholfen. Und auf einmal habe ich dann einfach gemerkt, ich wusste genau, ich wollte ihm was fragen. Er hat immer gesagt, ich darf ihn fragen, so bei Zoom auch, oder? Wenn ich Hilfe brauchte. Und in dem Moment, wo ich ihm etwas fragen wollte oder schreiben wollte, dass ich da wusste ich schon, was er sagen würde. Und das war dann für mich so ganz komisch und Moni spürte das auch. Schön. Dann sagte Moni dann auf einmal, Elisabeth, du brauchst mich nicht mehr. Schön, das finde ich gut. Ich wusste dann irgendwie, ja, ich glaube, ich habe jetzt einfach die Guru gehabt und ich brauche jetzt keinen mehr. Jetzt muss ich alleine fertig werden. Jetzt bist du dein eigener Guru. Ja, jetzt muss ich einfach das immer mit mir selber alleine fragen. Und ich komme so besser voran, wenn ich mit mir dann alleine das frage. Oder? Und das wusste ich dann da. Bis ich einfach dann noch, ja, nach dem Muni, habe ich dann doch gehört, dass da, habe ich den Helmut Sharon da kennengelernt, der was Den in B? Thailand, Helmut, wo mit Sven zusammen war in Okay. Schwarzwald. Ja, ich hab den mal gesehen, ja. Ja, in Schonach. Und der hat dann, habe ich dann gehört von ihm, dass der nach Schonach kommt, ins Deutsche und in Schwarzwald. Und es kommt auch Sven dann nach. Ja. Und ja. Und Also dann ich sagt, muss zugeben, ich war nirgendwo live vor Ort. Ich habe keinen live gesehen. nie. Und nie, ich war Okay. nie live. Ich hatte überlegt, Karl Renz So. mal rüber zu Hoppeln, der ist ja gar nicht so weit weg hier. Das sind Ja. 100 Kilometer, Bad Ja. Pyrmont. Und da könnte ich mal rüberhoppeln. Vielleicht mit dem Sven könnten wir mal Karlchen besuchen. Der, Ja. ja, mal gucken. Aber erzähl weiter jetzt. Und dann Ja, hast du voll. Sven. Ja, und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich möchte eben da, ob er mit mir rüberkommt. Sagt er, ja, machen wir 2 Tage Urlaub in Schwarzwald, hat er gesagt. Er hat sein Mountainbike mitgenommen Super. und du kannst auf den Satsang gehen. Und dann noch Super. einmal ein Zimmer bestellt und dann noch eine, auf alle Fälle, ja, ist dann, haben wir dann den Funder dann, wo das Retreat war. Und mein Sohn hat es aber dann nicht so gefallen, den ersten Tag da alleine mit dem Mountainbike. Und dann sagt er, Mama, ich glaube, ich fahre mal wieder nach Hause. Du musst ja nicht mehr unbedingt dabei sein. Sag ich, den Sven muss ich nur sehen und fertig. Ich weiß es nicht, warum, aber ich muss den Sven sehen. Und dann hat er gesagt, ja, was ist los? Ja, sage ich, den Sven muss ich sehen. Und dann hat er gesagt, okay, gut, dann bleibe ich auch mit dir. Weil sonst wäre ich alleine geblieben. Ich musste einfach den Sven sehen. Ich wusste Ja, nicht, warum. Es war Intuition, Intuition, ja. einfach so, oder? Ja. Ja. Und dann habe ich eben den Sven getroffen. Und in dem Moment wusste ich, irgendwo ist es so gemeinsame Seelenverbindung da. Oh, wunderschön. Wo ich Wunderschön. immer vor, ich kannte ihn schon. Ich will ja nicht sagen,
vom früheren Leben. Ich weiß ja nicht, wie jeder über Du, das drüber nachdenkt. ich weiß, was du meinst. Ich weiß Ja. genau, was du meinst. Weiß Ich nicht, ich weiß, was will du da nicht meinst. drin reden. Der andere meint wieder, das ist, der glaubt an das, er glaubt an das. Es kann ja jeder sich das ja vorstellen oder einbilden oder glauben, wie er möchte. Aber ich wusste es, ich wusste irgendwie, ich hatte nur einen Sohn, der ist mit nicht ganz 2 Jahren gestorben und da war Oh. ein bisschen irgendwo eine Schuld da, Aha. weil er hatte, ja, er war krank und irgendwie habe ich mich da schuldig gefühlt, dass ich da nicht mehr habe können tun, dass der noch am Leben bleibt. Ach, Und Mensch. in dem Moment, wie ich den Sven gesehen habe, auf einmal kam mir in mir, das ist der Andreas. Der In Sohn. Verkörperung einfach so, oder? Und ich habe es ja niemandem erzählt, weil das man spinnt, oder? Irgendwie, Ja, es ist ja, absurd, ja. blitzig sich das ein oder blitzig sich nicht das ein, oder das, oder auf alle Fälle war da einfach so eine Verbindung da und ja, Wow. dann ist der einfach irgendwie, ja, wir haben dann Telefon ausgetauscht. Helmut war es nicht recht, dass ich mit ihm mehr ein bisschen mehr beschäftigt habe. Ja, Helmut war Warum es auch. nicht? Ja, weißt du, er hat wollen seine Frauen bei sich haben und wie das, Oh. wenn auch dies, ja, ist ein bisschen Na gut, anscheinend. meine Mama hat immer gesagt, jedem Ja. Tierchen sein Pläsierchen. Ja, So. ja, ja, Und ja. aber an der Stelle, ich nenne das immer Perfection in Action. Es sollte Ja. so sein und ja, Ah, wunderschön. Dann haben sich zwei Seelen gefunden. ja, und dann haben wir Telefon ausgetauscht und Nummer ausgetauscht und so sind wir eigentlich in Kontakt geblieben. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass es noch zustande gekommen ist, dass er da auf Besuch kommt. Schön. Ja, und das, also ich habe mich hab immer gleich gespürt, also es ist irgendwo eine Verbindung da. Es hat niemand dem anderen gestört, es war alles wie eine Einheit einfach. Sowas Ja, kann man gar nicht ja. richtig erzählen, sowas muss man einfach, ich Genau. kann es nicht erzählen, ich kann es auch nicht mit Worten sagen, es Ich ist einfach da. weiß, was du meinst. Es ist einfach easy, es ist einfach. Es Es ist ist einfach, einfach. nichts mit dem Körper zu tun, mit gar nichts, es ist einfach da. Der Körper ist nur ein Austausch, jetzt, dass man miteinander was gemacht haben oder so, aber oder es ist einfach so da. Du, schau mal, wenn wir schon darüber sprechen, da taucht hier jemand auf. Ja, wo Sven, taucht jemand guten auf? Morgen. Klappe. Wo? Siehst du Good mich? morning in the morning. Good morning in the evening. Ja, hallo. Ich habe gehört, Hallöchen. hier ist was los. Hier ist Booming Life. Ja, du. Hier machen Elisabeth und Rosa eine Party, aber natürlich nicht ohne Sven. Ja, schön. Ja, Meine schön. Liebe, zu sehen, Elisabeth. Meine Hat Liebe, ich habe geheißen. mir. Hat geheißen nur mit Rosa. Nur mit Rosa. Was Ach heißt das so. Na gut. schon? Was Dann sage ich nur heißt Hallo, dann bin ich wieder weg. das schon? Es ist schön. Es ist schön, dass du da bist, Sven. Es ist schön. Ja, Ja. sehr Sehr schön, schön, Sven. Sven. Was habe ich denn alles verpasst? Oh, du hast wirklich was verpasst. Ich würde sagen, du musst dir unbedingt das Recording angucken. Unbedingt, Okay. weil es ist jetzt das perfekte Timing. Sie hat mir gerade erzählt, wie sie dich kennengelernt hat. Und es ist eine wunderschöne Geschichte. Wahnsinn. Und ja, ich habe ja auch gesagt, ich weiß, was du meinst, Elisabeth, mit diesem, du siehst jemand und du kennst den schon. Ja. Man Und da kann ist es auch einfach. nicht jedem sagen, weißt du, es ist einfach da, das ist nicht da, oder so etwas. Genau, genau, genau. Ja, wunderschön. Und ja, da ist er. Da ist der Da ist Sven. er. Da ist der Sven. Wie war es für dich, Sven, als du Elisabeth begegnet bist? Das erste Mal. Ja, es hat gleich wunderbar miteinander geschwungen, war gleich. Also wir haben uns ja sofort angezogen. Also einfach ein Blick und dann war schon klar, okay, das wird wunderbar miteinander schwingen. Und dann war man ja auch so wunderbar im Gespräch miteinander und es fließte einfach nur ja so ineinander. Und ja, war ein totaler Genuss von Anfang an. Schön, toll. Und ja, Elisabeth, dann würde ich mal sagen, wie ging es dann weiter? Sven hat dich besucht, hast du erzählt, ne?
Das war auch Ja, schön. Und das war was sehr machst du jetzt? Wie ist es jetzt mit, ist da noch irgendwas, was fehlt schön. Es ist oder? immer das Gleiche. Es ändert sich nichts, egal was ich mache oder egal, wenn ich da an Sven denke, er sitzt einfach da, dann wieder, er hat ihn nie gestört, ob er da ist oder nicht da ist, es ist einfach so. Es ist einfach so. Natürlich freue ich mich, wenn er wieder kommt. Das ist natürlich schön, weil dann ist es näher noch, oder? Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, okay, es muss sein oder es braucht es oder so. Wenn es passiert, passiert es. Es ist einfach schön. Es ist schön, dass ich einfach einen Sven kenne. Schon Ja, genau. alleine, dass ich ihn einfach kennengelernt habe. Schon das, dass ich weiß, es ist einfach. Es ist etwas da, das kann man nicht zerstören, das kann nichts zerstören. Das, Beautiful. weiß nicht, Beautiful. weißt du, Mhm. es braucht nichts, weißt du, Rosa, es Ich braucht einfach weiß, nichts. das fühlt sich genauso an mit Sander. Mit Sander, also mein Kompagnon oder Freund, Ja, das fühlt sich sehr genauso an. Das ist einfach stable as fuck. Entschuldigung. Es ist ja. einfach wie, es ist eine Einheit Ja. vom ersten Moment an eine Einheit. Und du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist Das ist unbeschreiblich. so. Ein tolles Gefühl. Einmalig, kann ich sagen. Einmalig. Kann man gar nicht, in Worten kann man es nicht sagen. Ich könnte das vielleicht mit meiner Mutter beschreiben. Ich hatte eine ganz intensive Verbindung zu meiner Mutter. Sie ist schon gestorben. Also Ja. wir waren beste Freundinnen, aber ich kann das nicht vergleichen mit meiner Mutter. Ja, Beim ja. besten Willen nicht. Aber es ist wirklich eine krasse Bindung, ja? Toll. Ja. Ja, mit meinem jüngsten Sohn Uwe war auch sehr, sehr eine krasse Verbindung. Wir mussten, wir haben miteinander, wenn er etwas angestellt hat, ich musste ihm nur anschauen, er wusste ganz genau, wir brauchten vielmehr gar keine Worte. Er wusste, wie es mir geht, ich wusste, wie es ihm geht. Wenn etwas passiert ist, ich wusste schon vorhin, dass das und das passiert ist bei ihm. Und wenn er dann kommen ist und sagt, was kann ich das erzählen, was passiert ist hier, sagt er, wieso weißt du das? Und sage ich, ja, ich fühle es, ich habe es gesehen. Dann ist immer ganz, Mama, 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 ja, genau so ist es passiert. Und das sind so, ja, Verbindungen, die sind einfach Genau. unbeschreiblich. Ja. Genau, das bedarf auch überhaupt keiner Beschreibung. Ne? Ja, Das ist jenseits vom Verstehen. Ne? Genau. Ja, wunderschön. Und magst du vielleicht irgendeine Geschichte teilen, eine besondere, so wie du da diesen Berg geklommen? Ja, wir waren ja da stehen geblieben in Arunachala, als du da warst, aber du hast ja gesagt, du warst sehr krank. Kein Wunder, dass du da nicht gefühlt hast, was die gefühlt haben. Also, Ja, aber schöne Geschichten, trotzdem. die man, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht. Mir hat auch das, wie viele, ja, der Muni war immer begeistert, auf den Arunachala da zu gehen, oder? Und alle sagten, ja, das ist ein Gefühl. Ich habe aber nichts gefühlt. Ich bin auch da zu dem Tempel, zu ganz alle Tempel gegangen. Ich habe auch miterlebt, meditiert und alles, aber ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt, es war einfach bei mir nicht so. Ja, war halt eine schöne Reise. Es war eine schöne Reise, ja, und ja, ich war am Indien drunter und ja, das Schöne war die Natur unten. Wir haben in so einem großen Garten gelebt, so in einem Ashram, weißt du, und da war alles eingezäunt, aber man hat können schon ein Stück immer gehen. Und da war ich mit meinem Fotoapparat unterwegs, weil das Handy haben sie genommen. Wir durften ja auch nicht reden und nichts, oder? Es war Stille, oder? Und dann habe ich einfach nur Foto gemacht mit. Es waren so viele Tiere da unten. Von Schmetterlingen bis Schlangen bis alles. Ich habe alles Foto gemacht. Mein Mann, Schön. dann bin ich nur am Foto machen. Eine Das war Naturfreundin. meine Schönheit. Was war mein. Was Ja. mir am besten gefallen. Ja, wunderschön. Und was hast du danach noch so getrieben? Nach Indien. Weiter, also du warst mit Muni dann, ne? Und dann hat er mehr oder weniger gesagt. Matuka war ich in Indien. Mit Muni war ich nicht in Indien. Mit Muni war ich so verbunden. Genau. Ja, ich hatte schwer, also ich arbeitete sehr viel. Denn ich war Alleinerzieherin und Ja.
komme von der Steiermark, ich habe keine richtige Ausbildung, wir hatten keine Hauptschule und nichts zu der Zeit. Jetzt ist alles anders. Und da war es dann am Anfang schwer, da heraus zurechtzukommen mit Arbeit und Ja, das Betreuung. glaube ich dir. Da muss ich halt bedienen oder sonst Arbeit machen zum Überleben mit den Kindern, oder? Ja. Aber ich habe nie beklagt, ich habe alles gern getan. Das war das Schöne. Ich habe so Gnade bekommen. Ich habe gern geputzt, ich war Schulwartin, ich habe gern geputzt, ich habe alles gern bedient, ich habe alles gern getan. Oh, wunderbar, meine Liebe, wunderbar. Das ist Oh. einfach, das ist dieses Ja zum Leben, ne? Dieses, Ja, also das diese. hatte ich. Die Gnade hat mir, also die Gnade habe ich wirklich bekommen. Ja, Das wunderschön. heißt, ja, ich habe mich von nichts geweigert zum Arbeiten, um dass ich durchkomme, dass ich nicht andere muss um Geld fragen oder etwas. Dann habe Ja. ich alles. Beautiful, beautiful. Und das macht bereits keiner. Das spielt sich einfach Das spielt wunderbar sich. schon, wie es sich spielt. Und ja, wunderschön. Toll. Bändchen, willst du irgendwas dazu sagen? Oh, ich höre euch auch einfach gerne zu. Mach ruhig Danke. weiter. Du lauschst gerne. Und Genau, ich bin heute mehr fürs Lauschen. ach, fühl dich Aha. auch frei, was zu sagen. Ja. Rosa erzählt es auch einmal etwas, bitte. Ich Ich weiß gar soll nicht, was was da erzählen? überhaupt ist. Ja, für dich, für dein Leben kurz etwas. Ich weiß So nicht, wer von, überhaupt. ja. Genau, Ja, was für. weil ich schon, aber du sprichst kein Englisch, ne? Na, aber leider, weißt du, ich habe so weit. Alles gut. A perfection in action. Das ist, wie es ist. Aber ich war schon in vielen Ländern. Ich war ja schon in Australien. Ich war überall schon auf Trekkingtouren. Nepal. Ich bin sehr viel alleine dann unterwegs gewesen. Und da haben sie nur Englisch gesprochen. Aber ich mit Händen und mit Füßen und mit meinem Herz haben sie mir verstanden und ich sie nicht verstanden. Ich habe sehr gut Wunderbar. gegessen, ohne meine Englischkenntnisse. Ich bin überall zurechtgekommen. Ich glaube, Wunderbar. wenn man das möchte, wenn das, dann passiert es einfach. Ja. Man denkt Es ist. viel darüber nach, das muss man können, das muss man können. Das ist alles Ja. ein Blödsinn. Das ist alles, Ja. muss man Es ist können. Was passiert? so süß, es ist so süß, wie du sagst, wenn man das möchte, dann passiert es Ja, einfach. Es ja. ist, es ist. Hier fällt mir, ich erzähle gleich ein bisschen was von mir, aber hier Ja. fällt mir das Stichwort Manifestation ein. Mich Ja. würde es interessieren, könntest du was dazu sagen, was dir so einfällt über Manifestieren und Sven, auch du? Erzählt mal ein bisschen bitte. Und ich beende mein Abendmahl in der Zeit. Manifestieren. Ich habe sehr viel manifestiert, ohne dass ich wusste, dass es Manifestation gibt, dass das ist so. Wollte mal eine Geschirrspülmaschine da drinnen bei mir. Und mein Sohn hat gesagt, ja, er zahlt mir es. Er hilft mir mitzahlen, weil ich gesagt, ich habe nicht so viel Geld. Oder? Und dann hat er gesagt, er hilft mir es zahlen. Dann habe ich geschaut um meine Maschine. Dann hätte über 350 € gekostet, so klein. Dann habe ich gesagt, nein. Ich habe bis jetzt mit die Hand gewaschen, brauche um den Preis keine. Mein Sohn war ganz besorgt, ich zahle dir, hilf dir dabei. Ich sage, genau, ich brauche sie nicht. Und ein Jahr oder 1,5 Jahre drauf bin ich bei uns einen Spaziergang gemacht und da haben wir eine Bushaltestelle. Und bei der Bushaltestelle war so etwas zu einem etwas abgelegen. Dann dachte ich mir zuerst, ja, da hat jemand etwas entsorgt. Und bin 3, 4 Mal, einmal mehr als eine Woche immer wieder vorbei und habe es gerne beobachtet. Dann ist meine Nachbarin einmal mitgegangen, sind wir auch einen Spaziergang darauf. Und dann sagte ich zu ihr, komm, Annelies, hilf mir schauen, gehen wir mal schauen, was das ist. Und dann haben wir das angeschaut. Dann war eine Geschirrspülmaschine. Und dann sagte ich zu ihr, du, die dürfte bei mir reinpassen. Sag ich, bleib hier. Ich misse schnell den Platz ab und komme mit dem Auto. Und wenn es reinpasst, dann nehme ich es mit. Aber ich wusste ja nicht, ob sie geht. Aber ich habe gesagt, dann nehme ich es wenigstens mal mit her. Genau die Größe. Die hat keine 3 cm dürfen größer sein. Sie hat genau reingepasst. Und dann habe ich es Perfection in umgedreht. action. Perfection in Ja, das ist action. Manifestation. Das ist
Und dann habe ich sie dort unten hergestellt. Dann habe ich einen Elektriker, einen Bekannter. Dann hatte ich zu ihm gesagt: Du Hans, ich habe eine Geschirrspülmaschine jetzt da und kannst nicht anschauen, vielleicht, wenn sie, ob sie geht, und dann mir helfen raufstellen. Und dann sagt Jana am Telefon: Das muss ein Klumps sein. Dann habe ich gedacht: Die kann sie mir nicht sagen, wo ich die gefunden habe, oder? Bei uns in der Bushaltestelle. Dann ist er gekommen, hat die Maschine angeschaut, hat gesagt: Boah, die ist hier fast neu. Dann sage ich: Ja, die ist fast neu, oder? Und dann sagt er: Ja, tun wir es rauf, stecken wir es auch nicht, es muss nur noch laufen. Angesteckt, perfekt gelaufen. Wow. 7 Jahre. Geschenkt, Wow. oder? Das ist Boom. Manifestation. Aber hallo. Ich meine, aber Das überleg ist. mal, eine nagelneue Geschirrspülmaschine da hinzustellen an einer Bushaltestelle. Ja, Okay. jemand hat vielleicht ausgebaut und zum Wegwerfen war, ich weiß es halt noch nicht, ich habe zum Bürgermeister dann noch gesagt: Meinst du, ich kann sie haben? Sie da, nimm sie weg, sonst müssen sie mir entsorgen, hat er gesagt. Oh, süß, toll, wunderbar. Soll Ja. die Sache passieren, oder? In Gottes Hand, oder? Alles ist möglich. Nichts Ja. ist unmöglich. Und genau. Ja, beautiful story. Ich liebe die Geschichte, Svenchen. Willst du irgendwas bezüglich Manifestation sagen? Wenn dich jetzt Leute fragen, Sven, ich möchte gerne hier, was würdest du sagen? Oder egal, du brauchst jetzt nicht darauf antworten. Ja, also Manifestation, also ja, wenn man das darunter versteht, also dass man sich etwas herbei wünscht oder dass man ja, das ja, aber im Endeffekt ist alles schon, also alles, was zu passieren scheint, passiert ja vollkommen ungefragt. Und es ist schon mal bereits die totale Wunscherfüllung. Also auch das jetzt hier, dass wir so zusammen sind, dass ich das so spielen kann oder so spielt, wie es sich spielt. Ja, ist schon die totale Wunscherfüllung immer schon bereits. Ist Und bereits Perfection in Action. Ja, es ist bereit. genau. Genau. Ja, ich meine, dass ich das spielen kann hier. Aber im Traum ist sozusagen alles möglich, obwohl es halt, wie gesagt, bei all dem, was zu passieren scheint, tatsächlich nirgendwo hingeht halt. Und das, was ist, das, was nie angefangen ist, halt, was gleichzeitig das totale alles an sich ist, kann einfach so erscheinen, wie es auch immer gerade erscheint. Und Also, nirgendwo steckt einer da irgendwo noch zusätzlich darin, was irgendetwas anderes sein könnte. Ja, ist einfach nur das, was ist. das heißt, in der Direktheit von dem, was erscheint, Ja. ist da einfach kein Platz für Manifestation in dem Sinne, weil das würde Zeit implizieren. Manifestation liegt so mehr in die Zukunft, in der Zukunft. Und das ist so ein Wunsch, ich möchte, und das kollabiert einfach. Das ist da einfach. Man ist im Grunde wunschlos glücklich. Ja. Grundlos glücklich und eigentlich immer zufrieden mit dem, was ist. Ja. Aber nicht, dass man es sich sagt, sondern es ist einfach die Direktheit, das ist einfach Ja. das Leben. Ich brauche die auch sie nicht. Ich wünschte mir, ich brauche die ja so noch nicht. Sie war mir Genau. zu teuer. Ich Da brauchte ist sie nicht. kein, Ich genau. mir. Da Ja, ich ist sage, keine Notwendigkeit. Da ist nein, es keine war keine Notwendigkeit dafür. Notwendigkeit. Und darum war das eine große Überraschung, oder? Das war ja für Genau. mich. Wunderschön. Dieses Wort Überraschung ist schön an der Stelle. Gibt's ja gar nicht, oder? Wunderschön. Das Wort Überraschung ist sehr schön. Das ist genau. Da ist keine Notwendigkeit mehr, Na? das, wie es Ja. ist, irgendwie zu ändern, weil es ändert sich permanent sowieso. Ja, Aber ja. das. Es ist absolut alles eine Überraschung, weil jedes nächste Wort ist eine Überraschung. Jeder nächste Gedanke, jede was auch immer, ja, ist eine Überraschung halt, ne? Oder dass Rosa jetzt gerade auf das Hunger hat, was auch immer sie gerade isst, ist eine Überraschung. Das war so yummy, 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 yummy. Aber das ist mein Geheimnis. Ich verrate es nicht. Ja, wunderschön, dieses Überraschungsei. Ja, oder dass ein Charakter namens Elisabeth und Sven sich begegnen sollen. Überraschung. Ja, Ja, oder totally. dass da jetzt eine totale genussvolle Resonanz miteinander spielt. Überraschung. Ja. Ja.
Ja, Ja. und dass das total harmonisch sich von vornherein sich gespielt hat, ja, bis heute halt, und dass es einfach nur, ja, es macht einfach Freude, und diese Freude ist dann halt auch, die sich dann spielt, Überraschung. Es spielt sich dann halt einfach so, ne? Und wie gesagt, Also das ist es ein. ist immer frisch und neu und Ja. absolut ungewusst. Und das Ja. ist halt diese Überraschung, das ist diese Frische, das ist das Leben. Und es Ja. ist immer so gewesen und es wird auch immer so sein. Ja. Und Ja. ja, Ja, das ist zeitlos immer ja, und die was. totale Wunscherfüllung, kann man sagen, auf eine Art, also Wunscherfüllung, ja, dass es nie anders sein kann, als wie es gerade ist. Genau Ja. so hat es zu sein. Es kann nicht anders sein, als wie es jetzt gerade auftaucht, beziehungsweise spielt. Und jetzt nochmal entgegengestellt die totale Wunscherfüllung. Wir waren ja bei der Manifestation. Und jetzt Ja. nochmal vielleicht auch die totale Ernüchterung. Oh Ja. shit. Es ist halt, wie es ist. Und es kann auch richtig scheiße sein. Entschuldigung. Es Aber ich kann auch nenne richtig das. sein. Das habe ich Sven Obama jetzt auch. Mir ist es in letzter Zeit sehr scheiße gegangen. Also so scheiße, also echt scheiße, dass Okay, ich wirklich. hier, Sweetheart, Elisabeth, das will ich jetzt genau wissen. Und jetzt müssen wir in Part Number Two, in den zweiten Teil reinhoppeln, weil mein Zoom Ja. ausgeht. Das heißt, wir Ja. klicken einfach auf denselben Zoom-Link und sehen Okay. uns mit der richtig coolen Scheiß-Story von Elisabeth in Part Two. Okay? Okay, Also, ihr Lieben, ich sehe euch im zweiten Teil.